Willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wo sind wir, Sebastian? Hä? Okay, er ist weg. Tun wir mal das letzte einfügen? Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Oh. Noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frage mich. Was ist denn? Finden wir es raus. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Die Erinnerung haben wir schon mal gesehen. Isidora! Wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich Nein, muss bitte Ihnen nicht etwas weg. Zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich denke, Isidora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Das haben wir doch schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild. Das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isidora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie nicht tun. Die Hüter glauben, das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, das ist eine komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt?
Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Au, das war meine Controller. Danke für Ihre Hartnäckigkeit und Raffinesse. Ich habe Piers konfrontiert und er hat sofort gestanden. Diese alte Schlingel. Wir haben uns darauf geeinigt, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Kommen Sie doch mal vorbei, wenn Sie das nächste Mal in den drei Besen sind. Ich freue mich sehr, wieder dort zu sein. Ja, gehen wir mal nach Hogsmeade in den drei Besen. Gehen wir mal zu denen. Ob wir mit Isadora nochmal sprechen? Ist die Frage. Ich habe einen von Renrocks Bohren. Revelio. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Lord Gok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn besser finden. Ups, das war das Falsche. Gut, dann gehen wir mal dahin, wo Lord Gok ist. Weltkarte? Gehen wir mal gucken, wo ist denn das? Natürlich wieder im Arsch der Welt. Ach, da hinten ist das. Da waren wir doch schon. Da waren wir doch schon mal. Gehen wir mal hin. Renrocks Anhänger könnten sich hier herumtreiben. Revelio! Keine Spur von Lord Gok hier draußen. Er muss schon drinnen sein. Hör mal rein. Was für eine riesige Mine. Was nicht? Hier wimmelt es ja nur so von Renrocks Anhängern. Ich muss gut aufpassen. Das wäre eine gute Mahlzeit. Trifikos Totalus. Revelio. Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Wie bei Gringotts. Aber diesmal habe ich das Steuer in der Hand. Okay, das ist cool. Wie tief es wohl hinabgehen wird. Was? Das davor muss das Ende sein. Revelio. Okay. Ich sitze Niki, die haben uns nicht gesehen, weil wir unsichtbar auf der Lore saßen. Wie cool. Das ist sehr cool, weil die uns einfach nicht gesehen haben. Du hast hier keine... Lebendo. Reparo.
Akio. Mal gucken. Wenn wir hier lang gehen. Wenn wir hier lang gehen. Revelio. Ach, guck mal. Incendio. Wohin wohl diese Rohre führen? Revelio. Das finden wir ja wahrscheinlich erst später raus. Das kriegen wir wahrscheinlich erst später raus, oder? Ja, nee, wisst ihr, was wir machen? Wir fahren mal eben einmal zurück. Vielleicht kommen wir ja mit der Lore da nochmal hin. Kann ich die Lore noch benutzen oder ist sie jetzt verschlossen? Ja, kann ich. Okay, fahren wir mal zurück. Nee, das ist nicht richtig. Okay, dann ist das hier auf jeden Fall falsch. Dann fahren wir wieder zurück. Kann ich das irgendwie überspringen oder so? Nee, kann ich nicht. Okay, dann fahren wir halt hin und her. Okay, wir müssen mal gucken, dass wir... Können wir uns in der großen Halle treffen? Ich habe eine schwere Zeit hinter mir und brauche eine Freundin. Akio. Das Dorf liegt südlich des Schlosses. Die Höhle, die wir für Doran finden sollten, könnte in der Nähe sein. Ja, das machen wir aber jetzt nicht. Das machen wir nicht jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit für euch beiden. Führen nach unten. Das ist doch da hinten, oder? Ja. Wie unverschämt! Incendio! Ja. Akio! Ja. Revelio! Hey. Okay, wir müssen nach da hinten, aber... Wie geht's so? Warum können wir hier hoch? Rebellion.
Vecchio, Wingardium Leviosa. Ja, wo auch immer ich jetzt bin. Hier bin ich wieder. Jetzt gerade auf dem Weg, hä? Alohomora. Okay, wo sind wir auf dem Weg? Eigentlich auf dem ganz weiten falschen Weg, aber stört mich nicht. Weil alles, was wir finden, sind gute Sachen. Da komme ich nicht lang. Revelio. Okay, hier sind. Da unten ist noch eine Kiste, seht ihr das? Bei den Trollen und so. Da muss ich eigentlich runter. Aber da gehe ich jetzt nicht hin, weil wir gehen jetzt runter zu denen. Ich würde gerne wie Jedi, wie beim Jedi jetzt Gedanken kontrollieren. Das wäre voll geil. Du mal vorbeikommst. Wie unverschämt. Ach, so eine entspannte Anstellung in Greenwoods würde dir gefallen. Den ganzen Tag rum. Könnte aber mal sein, wenn etwas langweilig wäre. Ein Moment. Hier drüben. Du wärst lang. War doch grad noch hier. Das macht wirklich. Lass mich runter! Bombarda, Spengamos, Confringo, Glioso.
Colossum, Bombarda, Rependo, Ringo, Elioso. Bombarda, Spaliamus, Confringo. Ringo. Bombarda. Bombarda, Spaliamus. Confringo, Elioso, Colosso, Nependo. Gracias, Nependo. Das hat man sicher bis London gespürt. Trollhobel. Cool. Revelio. Ah, da ist eine fette, dicke Truhe. Oh, Fragezeichen, Digga. Ich glaube, das haben wir hier unten alles. Sehr gut. Ich habe gedacht, wir haben eigentlich alle Trolle gemacht, aber anscheinend haben wir das nicht. Gehen wir mal nach oben. Machen wir uns mal wieder unsichtbar. Solange uns keiner sieht, ist das vollkommen okay und sehr gut. Ich habe keinen Bock, dauernd bei denen ins Gesicht zu rennen. Revelio. Hab ich hier... Okay, sonst ist da nirgends was. Akio. Was würde ich für eine schöne Tasse Pilztee? Okay. Okay. Revelio. Habe ich hier jetzt schon geöffnet? Nee, ich muss ihn nochmal öffnen. Hey. Accio. Wingardium Leviosa. Da war ich doch schon. Oh mein Gott, Revelio. Karte mal ausfüllen. Habe ich nämlich das Gefühl, ich war hier nämlich gar nicht, was ich nämlich doch war. Akio. Revelio. Eins. Noch ein geiles Teil. Henrik ist hier. Ich hoffe, dass Lodgok ihm nicht über den Weg läuft. Oh, da ist Renrock. Oder? Ich könnte gerade im Stehen einschlafen. Das wird leider nicht gut aussehen. Akio! Daneben! Bombarda! Spaliamus! Im
Gibst du jetzt endlich auf? Oh, bitte! Ein lästiger Fass! Schön, dass du mal vorbeikommst. Wie unglaublich! Wohin führt er wohl? Weg vom bekannten Pfad vermutlich. Oh mein Gott. Von Bada! Eliamus! Von Bringo! Elioso! Pendo! Als ob du mich besiegen könntest. Daran ist allein Renrock schuld. Revelio. Um weiterzukommen, sollte ich diese Kessel entzünden. Wie man, ob man die anhalten kann? Nee, warte mal. Hier haben wir noch was. Ich muss mal gucken, wo müssen wir lang, wo muss ich nicht lang, ist die Frage. Da muss ich wahrscheinlich lang, dann gehe ich mal. Okay. Reparo. Akio. Hey, die Tür geht auf. Ja, guck mal da. Yeah! Revelio. Haben wir hier auch die Kiste mitgenommen? Fahren wir wieder zurück? Da hoch. Ich hoffe, ich erreiche Renrock vor Lord Gok. Ja, mal gucken. Ein weiterer Bohrer ist fertig. Die Welt der Zauberei wird zerfallen. Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufhalten. Wenn ich nur diesen Ich und dieses Kind in die Finger kriege. Ich werde dich ruhen, bis du tot bist. Protego! Incendio! Oh! Wir sind betroffen. Latios! Kindo! Aua. Nicht ganz. Du wirst mich nicht aufhalten. Aua. Deine Zauber fallen an. Gefinde. Bombarda. Schmecke. Oh, bist du langsam. Aber das ist weh. Okay. Oh, fuck,
so. Der Koloss weniger. Das alle sollen zusammenbrechen. Gut. Accio! Confringo! Ist ungünstig. Aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Gok. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du, wo es war? Nicht! Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Gok. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie... Wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackwars letztem Buch. Verschwendete meine Zeit. Ein Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Das ist ein Geschwister? Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Ha! Nein! Avada Kedavra! Okay, das ist hart. Das ist hart, da habe ich nicht mit gerechnet. Armer Lord Gok, vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Jo, und wir sehen uns in der nächsten Folge.